Herzlich grüß Gott an euch. Normalen Sonntag in Mabit, in unserer Gemeinde Mabit. Die Leute gehen in die Kirche oder schauen auch nur vorbei. Ein paar Einzelne aber, die gehen zum Wirt, zum Frühschoppen. Und da wird dann ausgeratscht, was es so Neues gibt in Mabit und was man in Mabit alles neu machen kann. Und das hört euch jetzt dann einmal an, die Bedienung, die Karte ist schon beim Tischdecker und die ersten Gäste, die kommen. Jetzt hast du schon, hat ja auch noch gar nichts gekriegt. Du lass mich weiter lang warten. Ah. Ja. Na, hast du heute die Kirche wenigstens von innen gesehen? Du bist schon gut. Ich, als Pfarrgemeinderatsvorsitzender, Mach das zu! Ich komme dir wieder lang! Hey, mein Herrschaftszeiten! Mein Gott! Na, no, da ist wenigstens gescheit eingeschickt! Grüß dich, Kathi! Grüß dich, Sepp! Grüß dich, Jörg! Sepp, grüß dich! Grüß dich, Sepp! Oh, heute schaust du wieder schön aus, Sapralotto! Hast du gewusst, dass ich komme heute? Sing mir mal eine halbe Ehe, ob du wieder sehen tust, Kathi, geh weiter! Ja, ich sing mir's. Peter, deiner Bauern buckliges Land, über deine weiten Gauen und so weiter und so weiter. Aber jetzt erst einmal Prost. Wir haben ja nicht so Gaudi da, gell? Lauter strahlende Gesichter. Kein Wunder, bei so viel strahlende Masten und Türmen da rund um mein Bett. Ihr kennt sicher das geflügelte Wort, München leuchtet. Das ist gar nichts, Mabit strahlt. Ja. Zumindest, wenn man den ärgsten Befürchtungen Glauben schenken kann. Aber mit dem Glauben ist ja so eine Sache. Wie könnte man sagen? Wir glauben, dass wir was wissen, wissen aber nicht, was wir glauben sollen. Ja, und bei diesem Thema geht es mir ganz genauso. Darum mache ich euch heute einen Vorschlag. Darf's nicht alle auf euch einen Bürgermeister schimpfen, weil der kann doch nichts dafür, wenn's in der Nachbarsgemeinde so ein fragwürdiges Bauwerk hinstellen. Sondern lasst uns das Beste draus machen. Ich, ja, wart's noch. Ich bin nämlich für eine gemeindeübergreifende Kommission, die sich Gedanken über eine positive Entwicklung dieses Wetterradarturms macht. Ja. Wenn er schon mal dasteht, und das tut er ja, dann sollte man darüber nachdenken, wie die Kommune Isen und Mabit den am besten vermarkten können. Ich für meinen Teil kann mir vorstellen, dass wir da oben drauf auf die Plattform ein riesiges Drehrestaurant aufbauen. Ähnlich wie das am München im Olympiaturm. Ja, das war eine Idee. Ja, weil nämlich das darf von den Ausflugsgästen gern oben genommen werden und es schafft Arbeitsplätze. Genau,
Und weil die Strahlung ja flach weggeht und nicht nach unten, war unterm Turm gefahrloser Aufenthalt. Ja, da kann man dann durchaus einen Freizeitpark mit Minigolfanlage, Stockschützenbahn und Kinderspielplatz machen. Und bei der Stockschützenbahn, da regt sich nämlich keiner auf, wenn dort stecken neun. Höchstens Tosen und Dreh. Und der Biergarten da hinterm Wald, das war eine besonders intelligente Ergänzung. Und in diesem Zusammenhang, liebe Brüder und Schwestern, ein kräftiges Prosit. Dort beim Bauhof sind und beim Geld, da könnt euch ihr vom Gemeinderat einmal überlegen, was da für eine Einnahmequelle schaffen kannst da unten. Mal außer der Vermutung, dass der daneben stehende Alteisencontainer vom Grott eine saubere Provision für die Gemeinde abwirft, war folgende Überlegung noch zusätzlich anzustellen. Da ja immer massive Wartezeiten beim Abladen vom Gras und so entstehen, kannst du unten mit billigsten Mitteln ein Stehkaffee mit Pilzpapp einrichten. Ja. Und um Personalkosten zum Sparen, kann das der Schwimmer Toni zu seinem Zusatzhobby machen und die Gäste da unten unterhalten. Natürlich immer mit dem Hintergedanken einer zusätzlichen Einnahmequelle für die Gemeinde. Wobei, wenn der Schwimmer Toni das Pilz genauso schnell einschenkt wie der Radlfahrt, dann haben wir da gleich den nächsten Engpass. Das glaube ich, das können wir vergessen. Aber trotzdem, denkt am folgenden Spruch, den euer Bürgermeister beim Amtsantritt gesagt haben soll. Leid, hat er gesagt, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Wenn es ihn heute noch mal fragt, wird er sagen, Leid, so wie wir heute leben, werden wir morgen viel arbeiten müssen. Jetzt lebe ich die Wahrheit. Apropos Handlungsbedarf. Handlungsbedarf, geht Bürgermeister, besteht auch bei der alten Post. Da ist guter Rat teuer. Zumindest ein guter Gemeinderat. Du, bei der alten Post ist ja bald so hergegangen wie mit einem ungeliebten Kind. Offiziell muss man es holen, inoffiziell ist es ein Riesenproblem oder ein Klotz am Bein. Und letztendlich ist immer im Weg. Und das meine ich wortwörtlich, neben wegen der Straße, die da um die alte Post vorbeibaut werden sollen. Aber wir? Was ist über dieses Gebäude schon geschimpft worden? Das kommt mir ja vor wie der Kari mit dem Lucky-Streit. Du, die zwei, die werkeln eine Viertelstunde hin oder her, bis der Kari sagt, jetzt ist er Ruhe, der Gescheitere gibt nach. Darauf sagt der Lucky, ich gebe aber nicht nach. Ja. Aber zurück zum Straßenbau. Auf die eleganteste Lösung ist ja noch gar keiner gekommen. Ihr kennt alle Landshut. Die haben auch so ein geschichtsträchtiges Bauwerk, nämlich die Burg Trausnitz. Und auch die war damals einer Durchgangsstraße im Weg. Und was hat man gemacht? Man hat den sogenannten Hofbergtunnel gebaut, 2 Kilometer lang. Gespannt's was? Genau. In Mabett zwischen Pfarrhaus und Friedhof ist eine ganz ansehnliche Mulde. Und genau dort soll das Chromo fangen für den Tunnel und kurz vor Arsch mal wieder ans Tageslicht kommen. Praktischer kann man doch, ja. Praktischer kann man doch den Ortskern nicht umfahren. Und weil halt Mabett nicht so reich ist wie Landshut, muss man halt eine Mautgebühr einführen. Einzelkarten, Dauerkarten, Pickerl, da haben wir ja die ganzen Paletten zur Auswahl, oder? Ja. Und des Weiteren, war oberhalb des Tunnels, kann man da dann die alte Post wieder so historisch herrichten, wie anno dazumal. Platz ist er dann da. Und das Ganze lebt auf. Die Reihen, die werden wieder als alte Post genutzt, als echte Post. Ja, der Wörlsepp und Maria haben wieder eine Aufgabe. Stellt euch das vor. Und
Eine historische Postkutsche, gesteuert vom Angermoorsepp, bringt dann die Touristen, fahrt die Touristen durchs Mopetter Land zu den Gletschermoränen der Würmeiszeit. Ja, und natürlich auch zu den paar Wirtschaften, die in der Gmur noch verblieben sind. Aber da ist außer der Hundsbäuerin nicht mehr viel übrig. Jager nennt's. Auf zum fröhlichen Jagen oder trifft's nichts mehr. Ha? Du, beim Hansen hinterm Sternholz haben sie einen Jagerstand hingebaut, damit sie den Seil besser auflauern können. Aber Burschen, das ist wie der Name schon sagt, ich glaube, da hinten hockt der Büchel mal, Fritz. Bursche, das ist wie der Name schon sagt, ein Jagdstand und kein Schlafstand. Also, haltet euch ein bisschen roh, damit die Mabetta Bevölkerung wieder ein bisschen schlafen kann und nicht ihr. Wahrscheinlich haben sie die Fußballer schon gefreut, aber jetzt ist es vorbei. Also ganz zum Schluss braucht es nicht meinen, dass ich die Mabetta Fußballer ganz auslasse. Nur weil sie vorher beim Stammtisch so sauber eine mitgekriegt haben. Ich möchte bloß sagen, dass sie in innerer Verzweiflung erst vor kurzem ein Trainingslager in der Türkei abgehalten haben. Ja, ob es was genutzt hat, das wird sich erst in ein paar Wochen rausstellen. Aber vielleicht wollten sie nur einen türkischen Sprachkurs machen, dass die Anweisungen in der Halbzeit der Gegner nicht mehr so versteht. Aber da kann ich euch beruhigen. Wenn sie es so redet wie es spitz, dann versteht euch sowieso keiner. Das ist, ja. Also. Ja, Herr Christoph, das war also der die Fastenpredigt im Vortrag hat. Der geistige Vater von dem Ganzen, der das Ganze in vielen mühevollen Stunden, also zusammengekriegt hat und zusammengekriegt hat, der steht schon herum. Das ist also der Poltermann Hans. Also ein herzliches Applaus an Herrn Hans.